Und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Mirage. So, wir müssen Darvish. Oh, es tut mir so leid, dass ich das falsch ausspreche. Wir müssen Darvish und Nihal finden. Aber ich würde sagen, wir gehen nicht hier lang. Oh, der klopft an die Tür, ne? Ah, der wird da wohl nicht reingehen. Kommen wir hier hoch? Ja, ne? Wir sind ja gewieft. Ein gewiefter Meisterdieb. Wie kommen wir dort am besten rüber? Entweder da unten lang oder wenn wir nochmal ein bisschen hochgucken. Okay, da klopfen die, da würde ich jetzt ungern lang gehen. Haben wir auch noch mal ein paar Leutchen. Ach, wir müssen ja wieder über den Fluss. Oh, jetzt guckt er sich hier die Gegend an. Okay, wir haben hier zwei Leute. Beide gucken in eine andere Richtung. Ich weiß nicht, wenn ich jetzt einen ausschalte, so dicht dran, ob er das hören würde, wenn ich ihn jetzt hier wegmache. Weil von der Sicht selber würde ich sagen, stehen die ja günstig, ne? Aber die hören das, glaube ich, auch, wenn ich runterspringe. Welche Möglichkeiten haben wir noch? Wir können übers Meer schwimmen. Wir chartern ein Schiff. Vielleicht weiter drüben. Hier haben wir noch diesen Seilübergang, aber da würden die mich safe sehen. Oder? Ja. Ist auf jeden Fall nicht unwahrscheinlich, dass der mich sieht. Ach, hier ist ja auch noch einer. Oh mein Gott. Wo guckst du hin? Du guckst nach dort. In die Richtung, ne? Kein Krach. Ich bin nirgendwo sicher, wenn ich die Wachen nicht abhänge. Mhm. Oh mein Gott. Oh, ich habe ich gar nicht gesehen. So, wenn wir jetzt rüberkommen würden. Ah, wir hätten auch einfach die Brücke nehmen können. Gut, dann hängen wir die Wachen einmal ab. Ein bisschen andere Richtung vielleicht. So. Nein, das ist gar nicht wahr. Ich stelle mich der Verantwortung. Dorthin. Ja, hopp's doch. Ich bin nirgendwo sicher. Wieso bin ich hier so langsam? Ich habe keine Ausdauer, ne? Oh nein. Habt ihr Pfeile? Okay, das hat Leben gekostet. Alter, hier sind ja nur Wachen. Wo sind die Zivilisten? Ich wollte hier irgendwo untertauchen. Da müssen wir noch mal ein bisschen zurückgehen. Ja, bin ich mir sicher, dass ihr mich findet. So, hier einmal hoch. Oh, nee, da ziehe ich einen kürzeren. Achtung! Das kannst du aber sowas von vergessen ohne Waffen. Ja, geh doch! Okay, die bleiben da stehen auf jeden Fall. Wir hätten jetzt doch in so einen Karren springen können. So, wir müssen in die Richtung. Wir sind sogar schon fast da, ne? Hier vorne ist das ja. Nur mal gucken, bis die aufhören, mich zu suchen.
Ja, die stehen, ne? So. Okay, hier ist keiner in der Nähe. Hier seid ihr alle. Oh. Jetzt haben die alle umgebracht. Basim. Basim. Wende deinen Blick ab. Ach so, Leute, die Kinder. Wir hätten nichts tun können. Nichts? Wenn der Kalif noch lebte, wäre das nicht passiert. Pass auf wen du deinen anklagenden Finger richtest. Es war deine Idee, aus dem Palast zu stehlen. Nur damit du deine schlauen Freunde beeindrucken kannst. Ich habe uns gerettet. Du hast ihn getötet. Das warst es du. Es kam von da drüben. Ich hoffe, ich sehe dich nie wieder. Streitet euch noch ein bisschen lauter. Schnell! Alle sind tot. Jetzt muss ich schon wieder fliehen. Obwohl ich es war, den sie bestrafen. Oh, das kann doch nicht wahr sein. Ich darf nicht hier sein. Ich muss... Okay, da sind Wachen. Ja, einmal rüber. Und spring noch! Ich komme hier nicht runter. Wow. Okay. Das hat mich jetzt vorwärts gebracht. Hi. Ja. Ja, dann würde ich sagen, hauen wir mal mit dem Schiff ab, wa? Oh, ich glaube, die wird voll cool. Ist er das? Ich denke schon. Das reicht mir. Absolut cool. Machst du das alleine oder muss ich dir folgen? Das kriegt die ganz gut alleine. Was hast du vor? Nicht nachdenken. Es sah fast so gekonnt aus wie bei ihr. Minimale Abweichung in der Ausführung. Ne? Der Ansatz war gut. In der Ausführung hat es dezent gehapert. Wo sind unsere Sachen? So eine Art Fahrer von uns. So, C tauchen, bewegen, schwimmen. Schwimmen. Okay. Kann ich mich da reinschleichen? Buh! Ein neuer Tag. Eine neue Prüfung. Aller Mut. Ich sollte zurück. Zwei Monate später. Gut, ich soll zurück. Wo sollen wir denn hin? Also einfach nur dem Pfad hier folgen, ne? Haben wir hier nicht noch ein bisschen was zum Anziehen? Ein Handtuch zum Abtrocknen? Ein Durstlöscher irgendwie? Gut. Oh, da ist es, ein Horn ist abgebrochen. Ah, aber hier. Ein paar Beeren.
Kehre zur Ausbildung zurück. Die Festung Alamut raubt mir den Atem. Als wäre sie aus den Hikayat meiner Kindheit entsprungen. Schade, dass das hier Ruine ist, ne? Ich hätte die gerne mal in voller Pracht gesehen. Oder ist das Baustelle? Wenn du nicht an mich glaubst, wer soll es dann tun? Oh, ich will gucken, was der da drüben macht. Bist du bereit? Ich denke schon. Lass den vergangenen Tag hinter dir. Auf den heutigen hat er keinen Einfluss. Zieh dich an und wir können beginnen. Okay, das ist also die Ausbildungsstätte der Assassinen. Oh, was haben wir denn hier für ein Nur schickes zu, Gewand? Basim, wie wir es geübt haben. Ja, Meisterin. Wir sehen ja schon fast aus wie ein Assassine. So, da soll ich einmal hoch. Ja. So. Du wirkst heute sehr kräftig, Basim. Ja, ich hab trainiert. Guido und so. Sachte, Basim. Sachte. Spring! Jetzt! Ja, Meisterin! Ich habe genug gesehen. Wir versuchen es morgen erneut. Willst du in dem Heuhaufen dein Lager aufschlagen? Aber ich das jetzt war toll! Ich sehe es an deinem Körper. Du verlierst zu leicht das Ziel aus den Augen. Ich habe die Prüfung jetzt nicht bestanden. Ein unabdingbarer Schritt auf deinem Weg zur Einführung. Er ist eines der ersten und heiligsten Rituale der Bruderschaft. Um ihn erfolgreich durchzuführen, musst du zuerst Geist, Körper und Seele in Einklang bringen. Nimm die Furcht an, besänftige sie, finde die Stille und dann lass los. Ja, Meisterin. Kehren wir zum Lager zurück. Ich muss ehrlich sagen, würde ich da runterspringen. Darf ich glaube, ich würde im Flug schon 1000 Tode sterben. Als ich in Al-Anbar war, nachdem ich oben an dem Brett schon 1000 gestorben bin. Ich war Zeuge eines Treffens zwischen dem Kalifen und 5 Männern mit Maske, Ordensmitgliedern. Der Kalif sollte den Gegenstand beschützen, den sie entdeckt hatten. Aber er wusste nichts von ihren Plänen. Er kannte nicht einmal ihre Namen. Wie kann es sein, dass der mächtigste Mann Bagdads wo den Gesichtslosen so ängstlich auf die Knie sinkt. Der Orden beherrscht solche Männer und ihre Imperien bereits seit Jahrhunderten, indem sie sie von ihrer Wahrheit überzeugen, dass sie die natürlichen Lenker des Weltgeschicks sind. Der Kalif war nur ihre Marionette. Und dasselbe wird auf denjenigen zutreffen, der ihm nachfolgt. Das gesamte Kalifat steht unter ihrem Einfluss. Okay. Ziemlich faule Rasselbande hier, Leute. Ihr könnt mal ein bisschen trainieren. Sprich mit Fulad und sieh, ob er Hilfe benötigt. Warte. Wir ich möchte erst mal was machen. Später fort. Ja, Meisterin. So. Hast du Mentor Raihan im Lager gesehen? Er bereitet den Empfang der gesamten. Mit ihm sollen wir jetzt schnacken. Danke. Aber hier trainiert sonst keiner, ne? Der eine ist jetzt da runtergehopst, aber so stehen alle hier rum und gehen spazieren. Guten Tag, Tabit. Hallo, Basim. Was beschäftigt dich? Um ehrlich zu sein, bin ich frustriert. Der Orden in Bagdad ist seit dem Tod des Kalifen nur noch stärker geworden. Und wir sitzen auf diesem Berg fest. Mentor Raihan weiß sicher, was er tut. Vielleicht sollte ich mehr vertrauen. Hast du Fulad gesehen? Wahrscheinlich ist er wie üblich in seiner Schreibstube. Aber gut, ich muss wieder an die Arbeit. Wir sehen uns. Ja, ich warte. Ja, okay, du scheinst mich nicht angelogen zu haben. So, wir müssen da hoch. Fulad. Wie kommen wir am besten zu Fulad über die Leiter?
Ihn können wir auch sprechen. Wie geht es nur, dem tapferen Adler? Wird er fallen oder emporsteigen? Du wirst emporsteigen, Sadiki, wenn Allah es so will. Danke. Wir haben ein ähnliches Gemüt, weißt du? Wie kommst du denn darauf? Einer der Banu Musa war wütend auf dich und das ließ dich völlig kalt. Weißt du noch? Ich hatte seinen Hammer nicht angerührt. Du wolltest dich nicht für etwas entschuldigen, das du nicht getan hattest. Stur wie ich. Das weiß ich zu schätzen. Dann sind wir uns einig. Hast du Fulat im Lager gesehen? Ja, er unterhält sich mit Ahmad bei seiner Schreibstube. Auf ein Wiedersehen. Okay, also mit der Schreibstube sind sich alle sicher. Ahmad ist am Arbeiten. Fulat. Oh, das ist schwierig. Natürlich. Ja, von meinen Brüdern in meiner Bruderschaft hat hier keiner einen kleinen Klingelbeutel für mich, ja? Ah, was ist das in der Ecke? Hier, eine kleine Zeichnung? Meine Unterschrift, damit du weißt, dass es von mir kommt und nicht von El Hassan oder schlimmer noch Abu Jafar. Ein Scherz, du verstehst? Auf bald. Ah, Basim, wie geht es dir? Ja, Enkidu, gleich gibt es Futter. Er ist klug und soll mit Klugheit nicht auch Geduld einhergehen? Schönes Tier. Das erinnert mich an jemanden. Hast du mit Meisterin Roshan gesprochen? Hab Geduld. Begegne deinem Fortschritt mit Wohlwollen. Ich nehme es mir zu Herzen. Roshan trug mir auf, dich aufzusuchen? Ach ja. Rivka braucht Lederstreifen. Kannst du sie aus dem Lagerraum holen? Mache ich, Fulat. Bis später dann. Ich habe ein bisschen gehofft, er sagt nein. Gut, Lederstreifen sollen wir besorgen. Kann ich mir das Wasser mal ausleihen? Da, die Trinkflasche? Nee. Rivka braucht Lederstreifen aus dem Lagerhaus. Achtung, Bruder. Ich muss sie für sie suchen gehen. Bruder. Oh, Bro. So, können wir hier noch irgendwas durchforsten? Es ist schwer, hier irgendwas zu finden. Okay. Scheint so, als müsste ich alles einmal untersuchen. Das ist es nicht. Vergesst die Federn nicht. Fulat. Erinnert die Bruderschaftshäuser in Bagdad daran, jede blutgetränkte Feder mit jedem Auftragsbericht nach Alamut zu schicken. Jede Feder ist ein Sieg. Sie müssen gesammelt und verzeichnet werden, auf dass sie nicht auf dem Abfallhaufen der Geschichte enden. Dies ist weit mehr als nur eine Zeremonie. Zukünftige Generationen von Verborgenen werden sich von unseren Aufzeichnungen leiten lassen. Unsere Vergangenheit muss unsere Zukunft begründen. Sie darf nicht ausgelöscht werden. Mentor Raihan. Ja. Nein, das ist kein Lederstreifen. Gut. Also die Lehre in Büchern. Das ist kein Lederstreifen. Haben wir denn noch mehr hier? Diese Kräfte innerhalb des Kalifats beginnen uns unter Druck zu setzen. Kräfte? Du meinst den Orden, Aban? Ich kann nur über das sprechen, was ich weiß, Sadiki. Der Kalif wünscht die Auslöschung der Aufständischen. Und wenn ihr ihnen weiter Unterstützung gewährt, können wir euch keinen Schutz vor einer Antwort des Kalifats zusichern. Die Aufständischen versorgen uns in Bagdad mit Informationen. Ohne sie sind wir blind. Wie dem auch sei, Statthalter Muhammad ist fest entschlossen zu zeigen, dass er diesen Aufstand schnell beenden kann. Er hat zwei Klingelbeutel. Daran zweifle ich nicht. Ich kam, um euch zu warnen. Die Lage in Bagdad entwickelt sich schnell. Vielleicht müsst ihr schneller handeln als erwartet. Ich höre dich, Aban. Das erzähle ich Fulat. Also die Tahirian, die diese Lande regieren, sind das Einzige, was zwischen Alamut und einem groß angelegten Angriff steht. Ein zerbrechlicher Frieden. Wie lange wird er bestehen?
Höchstwahrscheinlich nicht allzu lange. Ich muss noch weiter nach oben. So, Vorsicht, Jungs. Schick, schick. So. Jetzt müssen wir einmal mit dem... Die erste Klinge. Liebe Rosan, ich lege meinen Brief, ein seltenes Fundstück, bei. Eine uralte Zeichnung einer versteckten Klinge. Der ersten. Du siehst ihren Namen. Xerxes Schrecken. Dies war Darius' Waffe. Ich weiß nicht, ob unser berühmter Vorfahre mit nach seinem Verrat jemals in sein geliebtes Persien zurückkehrte. Aber ich dachte mir, dieses Bild seiner Klinge sollte in sein Geburtsland zurückkehren und zu dir, Itamos der Grieche. Lass mich ziehen, Azide. Azade. Wie ich höre, suchst du immer noch. Du jagst Gerüchten hinterher und rufst meinen Namen. Die Frau, die du verfolgst, ist tot. Und dieser Name liegt mit ihr begraben. Ich bin Rosan, niemandes Tochter, Schwester vieler. Ich ertränke meinen Schmerz in der Bruderschaft. An dieser Gemeinschaft kannst du keinen Anteil haben. Denn die Sache ist grausam zu unseresgleichen. Und ich lasse nicht zu, dass du verletzt wirst. Dreh um, alte Freundin. Suche nicht länger nach mir. Okay, also Rosan ist ein Einzelgänger, möchte mit ihrer Vergangenheit wohl abschließen. Beziehungsweise, wer auch immer sie sucht, haben, Sayid. Soll sie nicht suchen. Das ist sicher frustrierend. Mentor Daihan ist ein weiser Mann. Doch er spricht von diesem Berg, als wäre es vorbestimmt, dass wir hier bauen. Wir haben Geduld und folgen seiner Führung. Meisterin Roshan sagt, ich soll es nicht zu eilig haben, in die Stadt des Friedens zurückzukehren. Du solltest es gar nicht eilig haben. Bagdad hat sich verändert. Es ist gefährlich. Aber was hat sich geändert in Bagdad? Gut, gibt jetzt nur einen Kalifaten, ne? Neue Besen kehren alle. Rivka? Basim, Basim! Streifst du jetzt nur noch ziellos im Lager umher? Nein, ich habe Leder für dich. Meintest du das? Kriege ich jetzt was Schickes? Wie es scheint, bist du den Holzschwertern entwachsen. Ich war dagegen, aber Roshan bestand darauf. Ui. Hier ist dein Dolch. Meine erste Waffe. Ah, gut ausbalanciert. Und dein Schwert. Ich bin stolz, an ihm gearbeitet zu haben. Diese Verzierungen in den alten Waffen, die sind auch mega, ne? Diese Klinge hat Charakter. Warum sollte ich etwas machen, das nicht einzigartig ist? Ich habe heute gewiss nicht mit neuen Waffen gerechnet. Ich stehe in deiner Schuld. Begleiche sie, indem du die beiden gegen den Orden einsetzt. Auch noch ein... Lass sie die Schärfe dieses Charakters spüren. Ich habe keine versteckte Klinge. Roshan sagte, heute stünden noch Übungen an. Ich zeig ihr dein neues Schwert. Ich freue mich schon. So, ich gehe mal davon aus, dem muss ich jetzt die Hucke vollhauen. Wie kommst du mit der Ausbildung voran? Nur hat mir eine neue Art gezeigt, mein Messer zu halten. Das hat meine Genauigkeit stark verbessert. Wenn man es genau so wirft, segelt es schnell und sicher durch die Luft. Weißt du nicht mehr, wie man ein Messer benutzt? So, mit G, ja. Erstmal müssen wir die einstecken. So. G gedrückt halten, Wurfmesser. Bei Allah, ein guter Wurf. Oh, ich habe nochmal 3 gekriegt. So, das geht kaputt. Muss ich jetzt neu auswählen, oder?
Nee. Ich habe keine mehr. Du hast mich dazu gebracht, mehr zu üben. Das ist der richtige Weg, Sadiki. Ach, das war's schon? Oder was? Okay, also mit G können wir jetzt unsere Wurfmesser auswählen. Würde ich nie machen. So. So ein erfrischendes Bad, ne? Das wäre auch mal was für uns. Stört's euch, wenn ich mitmache? Kann ich... Will jetzt nicht werfen. Boah, verlockende Dusche. Das geht auf die Gesundheit. Farbpulver, das schlägt auf die Psyche. Uiuiuiui. Okay, das nimmt uns denn ein bisschen Lebenskraft. Rüber, wo? Das ist cool. So, müssen wir auch noch miteinander sprechen? Friede sei mit dir, Sadiki. Friede sei auch mit dir. Hat Fulat dich geschickt? Nein, hat er nicht. Du hilfst also nicht bei diesen Felsen? Ich bin sicher, du meinst einen anderen. Ich möchte nicht unhöflich sein, aber ich habe keine Zeit. Ich muss das Problem hier lösen. Dann will ich nicht stören. Bloß nicht noch in die Arbeit involviert werden. Schnell weg hier. Daher fragt er uns noch, ob wir Zeit haben oder so. So. Über Seil. Mega Aussicht, ne? Stell mal vor, wir würden jetzt hier runterspringen. So. Natürlich nur mit dem gekonnten Todessprung. Gute Arbeit. Bis morgen. Schlaf schön. Basim, Zeit für dein Kampftraining. Ich war überrascht, als Rivka mir das gab. Ist ein Schwert nicht eine etwas grobschlächtige Waffe für einen Verborgenen? Als Verborgene müssen wir eine Vielzahl von Waffen meistern. Man weiß schließlich nie, wie sich ein Kampf entwickelt. Ein jeder kann ein Schwert führen. Aber wie wirst du es einsetzen? Ich bin hier, um zu lernen, Meisterin. Bist du wirklich hier? Ja. Nun, ja, ich glaube schon. Körperlich bist du es, aber auch mit Geist und Seele. Körper, Geist und Seele sind bei mir eins. Ein Rätsel? Nein, es ist der Unterschied zwischen Leben und Tod. Alles ist da. Definitiv. Du musst auf mich zielen und mich umkreisen. Wende deinem Gegner niemals den Rücken. So, warte mal, wir brauchen ja noch... Jetzt habe ich ja hier die... Was machst du? Willst du, dass man dir in den Rücken sticht? Aha! Zeig mir erstmal schnelle Hiebe. Gut. Hier, kriegst du noch einen. Pass aber auf, junge Dame, du. Ich bin gewiebt mit dem Schwert. Ausgezeichnet. Manchmal müssen wir mit mehr Wucht angreifen, um größeren Schaden anzurichten. Dabei bist du kurz ungedeckt. Also passe es gut ab. Und los! Genauso. Schlag kräftig zu. Aber den finde ich ja auch cool. Dank. Sehr gut. Nun zur Verteidigung. Ich habe nur mehr. Du kannst gegnerische Angriffe parieren. Oh, nach ein schlecht. Paar erfolgreichen Paraden ist dein Gegner wie benommen. Versuche meine Angriffe zu parieren. Okay, mit Q. Ja. Kann ich die eigentlich töten? Das ist gut. Nee, ne? Ausgezeichnet.
ausgezeichnet. Dankeschön. Einige Angriffe kann man nicht parieren. Man kann nur ausweichen. Mach dich bereit. Okay, mit Halt ausweichen. Gute Arbeit. Boah, der reinste Fingerkrampf denn. Ja, genau so. Gut gemacht. Versuchen wir es doch einmal mit einem freien Kampf. Setze ein, was du gelernt hast. Echt jetzt? Mit dir? Oh nein. Vielleicht lieber parieren? Okay. Das hat mich überrascht. Nicht schlecht. Hey, wach auf! Hol deinen Geist zurück ins Hier und Jetzt! Okay. Keine Ausdauer mehr. Die Ausdauer ist aufgebraucht. Sie wird durch Ausweichen und Angreifen verbraucht. Hast du keine Ausdauer, kannst du nicht mehr ausweichen. Ausdauer füllt sich mit der Zeit oder durch erfolgreiches Parieren wieder aus. Auf. Gut. Let's try it. Nimm das! Wo kam das denn her? Ja, mein Ehrgeiz. Ich habe viele versteckte Talente. Für heute sind wir fertig. Warum hören wir auf? Vom Versagen lerne ich nichts. Wahres Lernen besteht zu gleichen Teilen aus Taten und Ruhe. Ersteres hast du getan. Nun suche die Ruhe. Überstürze die Übungen nicht. Hab Geduld. Versagen ist ein Teil des Fortschritts. Denke darüber nach und komm verbessert zurück. Ja, Meisterin. Das werde ich. Gut. Dann auf bald. Das heißt, wenn ich mit Absicht auf kleinen Stufen immer wieder versage und am nächsten Tag minimal besser bin und nie volles Potenzial gegeben habe, habe ich mich jeden Tag verbessert. Ahmad wird bald zum Haus der Weisheit zurückkehren. Ich fürchte, er begibt sich mitten in ein Schlangennest. Ich weiß, wie nah du deinem Bruder stehst. Bald wissen wir mehr. Dann können wir handeln. Friede sei mit dir, Abu Jafar. Ich bin Ahmad. Ahmad, entschuldige. Sei unbesorgt. Komm und wärme dich am Feuer. Unser Bruder Ahmad verlässt uns morgen. Nach Bagdad, zum Haus der Weisheit. Oh, kann ich mitkommen? Das Haus der Weisheit? Meine Brüder und ich arbeiteten dort über viele Jahre. Ich habe noch immer einiges zu tun. Die Wissenschaft wartet auf niemanden. Und ich erfülle meine Pflicht als Verborgener, indem ich unter den Gelehrten eure Augen und Ohren werde. Hört, hört. Fulat, erzähl Basim die Geschichte von der Feder. Unser Brauch mit der Feder kommt aus Ägypten. Sie steht für die Federn der Ma'at. Die Federn eines Reihers wurden in das Blut der Zielpersonen getaucht. Diese wurden für das Urteil des Herrn der Duat hinterlassen. Es ist wichtig, dass wir bescheiden bleiben und unseren Platz kennen. Wir sind Boten der Gerechtigkeit und keine Richter. Oder hat man ihm richtig schön gesehen bei ihm, wie der Finger abgekappt ist, wenn mir heute noch warm werden soll. Ich danke dir. Lass uns gehen. Kommst du, Basim? Das sehe ich gerade. Ich habe meine Finger noch alle beisammen. Aber ich habe auch keine versteckte Klinge. So, mit G eine Fackel ausrüsten. Kriegen wir hin. Kann ich dich im Vertrauen sprechen? Das weißt du doch. Ich hörte vorhin Mentor Raihan mit einem Gesandten reden. Mentor Raihan fragte, ob wir wegen der Verbindung zu den Aufständischen in Bagdad angegriffen werden. Sind wir hier in Alamut sicher? Ich weiß es nicht. Doch ich bin mit leider alle, die diesen Adlerhorst angreifen. Wie läuft die Wache? Es ist ruhig in ganz aller Mut. Ich habe solchen Hunger. Alles bis jetzt ist sehr viel Dialog hier. Ne? Ausgezeichnet. Dann beginnen wir dort. Danke. Komm nur, folge mir. Jawohl, Sir.
Dein Weg ist meine Spur. Nee, warte mal, du folgst Freust mir. Du dich auf deine Einführungszeremonie? Ja, es ist, als hätte ich mich mein ganzes Leben darauf vorbereitet. Vor meiner konnte ich die ganze Nacht nicht schlafen. Vor Aufregung, aber auch ein bisschen aus Angst. Vorsicht, ich hab Feuer. Feu heiß. Wir fürchten das Unbekannte. Feu böse. Und ein großes Unbekanntes erwartet uns jenseits der Einführung. Du meinst den Orden? Ich sehe sie als Ungeheuer aus einer Geschichte, die sich in dunklen Ecken und Gassen verstecken. Der Unterschied ist, dass es den Orden wirklich gibt. Was wollen sie? Sie wollen Bagdad beherrschen. Oh nein, jetzt haben wir den Dialog unterbrochen. Da waren wir zu forsch. Das ist Murcha. Ein prächtiges Tier. Bald wirst du einen eigenen haben. Fulad hat mich einem Adler namens Enkidu vorgestellt. Er sagte, wir hätten viel gemeinsam. Und das war nicht als Kompliment gemeint. Ja. Enkidu. Sie sieht etwas. Ja, das wird dann unser Sittich, ne? Würde ich jetzt mal so behaupten. Ganz leise, Basim. Verstecke dich irgendwo. Die Überraschung ist auf unserer Seite. Bereithalten! Hört auf, so viel Lärm zu machen. Rasch jetzt! Ich bin hinter dir. Wir müssen schnell zuschlagen. Jawohl. Wieso sollte ich jetzt dafür pfeifen? Ah, okay, für ihn vielleicht. Warte! Ja, komm doch schon her. Ja. Was ist das für ein merkwürdiges Geräusch im Busch? Wir warten auf den richtigen Augenblick. Hey, das war meiner. Pfeift den eigenen ran. Schadet nie, auf Nummer sicher zu gehen. Kannst du den anderen da wegnehmen? Der beobachtet mich. Du hast es vermasselt. Die haben dich gesehen. Ja, zeig keine Gnade. Ah. Ja, das ein bisschen schlecht getimt mit dem Parieren. Schon wieder. Mit H ein Elixier. Kriegen wir hin. Das Parieren, da muss ich aber noch ins Timing reinkommen. Das anders muss als die hölzernen Ziele, oder? Das ist es nicht. Dieses Schwert. Ich kenne es. Was ist damit? Söldner aus Bagdad benutzen diese Waffen. Ja, verdammt. Wir müssen die anderen warnen. Söldner aus Bagdad. Söldner aus Bagdad. Woher weißt du das? Basim hat die Art ihrer Schwerter erkannt. Ich glaube ihm. Hol ihn herein. Es ist ein offener Raum, also ich bin quasi mit drin. Woher weißt du, dass diese Männer aus Bagdad waren? Ich bin auf den Straßen dort aufgewachsen und habe ihre Waffen oft und aus der Nähe gesehen. Hinter jedem Söldner steht jemand, der ihm seine Befehle erteilt. Ja, und wir müssen handeln, wenn wir erfahren wollen, wer das ist. Wir kehren nach Bagdad zurück und bitten Ali ibn Muhammad um Hilfe. Ah, natürlich, den Saib Asanj. Er ist ein gefährlicher und irregeleiteter Narr. Das mag sein. Aber auch einer unserer wenigen Verbündeten in Bagdad.
Wir brauchen ihn und seine Männer. Ich werde nach Bagdad gehen. Geh zu Ali. Finde heraus, ob der Orden diese Männer geschickt hat. Ja, gut. Möge Allah dir Erfolg bescheren. Was mit mir? Allah beschere dir Erfolg. Auf bald. Auf ein Wiedersehen. Ah. Ja gut, ich muss ja den Todessprung noch meistern, ne? Angst, dass auch ein Domestizierter werden sie dich. Alter, ich umgebe mich. Ich bin soweit. Definitiv, wir sehen es alle. Stark. So, jetzt haben wir einmal die ganze Entwicklung gesehen und wir haben Fertigkeitspunkt. So, Inventar. Okay. So, hier ist leer. Haben wir auch nichts? Haben wir auch nichts? Schwert. Geschicktes Parieren erhöht. Nee, eröffnet lebenswichtige Möglichkeiten. Nach erfolgreicher Parade fügt der folgende Angriff 50% mehr Schaden zu. Alte Gemeinenverkleidung aus Alamut. Ein Ausbildungsgewand aus Alamut. Wenn du eine Verkleidung ausrüstest, wird das Aussehen deiner Montur überschrieben. Ihre Vorteile bleiben jedoch erhalten. Dann haben wir noch den Dolch. Paraden fügen 25 mehr Verteidigungsschaden zu. Talismane haben wir gar nicht. Boah, man merkt, dass es langsam spät wird. Oh. Oder früh, je nachdem. So, Fertigkeitspunkte. Wir hätten einmal das Treten. Drücke nach erfolgreicher Parade E, um den parierten Gegner zu treffen. Benutze WASD, um in eine andere Richtung zu schlagen. Trickser. Automatisches Einsammeln. Plündere einen Gegner nach dem heimlichen Töten oder ein Attentat automatisch aus. Ja. Pferdensucher. Enkidus Blick enthüllt Schlüssel und hebt Gelegenheiten wie Truhen mit einem Leuchten hervor. Auch geheime Eingänge sind leichter zu entdecken. Der ist schon ziemlich stark. Der wäre eigentlich auch ziemlich stark, aber ich würde tatsächlich, glaube ich, würde sagen, das bringt mich eher weiter, weil ich eher ein bisschen sneaky auch unterwegs sein möchte. So, die Bildung ist mit uns, oder in dem Fall mit Enkidu. Enkidu hat dazugelernt. So. Wir beenden die Folge heute. Oh, wir haben sogar ein bisschen überzogen. Wir werden mal gucken, jetzt dürften ja diese ganzen Tutorials und Einführungen vorbei sein. Dann kann man auch ein bisschen mehr Blödsinn quatschen nebenbei. Ich hoffe auf jeden Fall, das Spiel gefällt euch. Wenn ihr Bock drauf habt, zockt es gerne selber. Assassin's Creed, immer geil. So, wir sehen uns auf jeden Fall morgen wieder. Schaltet gerne wieder ein. Lasst ein Like da. Bis dann, macht's gut. Ciao.